Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana! Yay! Yeah! Es geht weiter in Turas Schloss und wir müssen jetzt immer noch mal nach einer Methode suchen, wie wir denn diese Gitter hier loswerden, um die Wachen hier zu befreien. Tja, können wir mit dem Kerl da reden? Denn okay! Das war einfach! Das muss man gerade sagen, das war aber sehr simpel. Punkt, Punkt, Punkt. Hey, es ist ein Zombie-Soldat. Er gehört zu Hagen! Hagen? Wo ist denn Hagen? Meinst du vielleicht den Hagen? Gut, wie du das erraten. Oh Gott, ich bin total schlecht. Gut, wie hast du das nur erraten? Ja, ich meine den Hagen, du Dumpfbacke. Man kann keine Betonung mehr in diesen Dialog reinlegen. Hagen ist in großer Gefahr. Die Hexe hat ihn sicher in ihrer Gewalt. Ja, die Hexe hat ihn in seiner Gewalt. Wollt ihr wirklich zur bösen Hexe? Nee, wir tun nur. Wir haben eine Hexe gefunden. Dürfen wir sie verbrennen? Dann geht wieder nach oben. Ihr müsst zu dritt auf dem Schalter stehen. Wow. Also wenn man allein zu hier... Zu dritt auf dem Schalter stehen, damit ihr... damit du die Hexe verbrennen darfst. Schalter? Okay, lasst uns nach oben gehen. Way. Was sagen die Soldaten denn? Gar nichts, das sind nicht sehr gesprächige Soldaten. Auch nicht. Auch nicht, Raffi, die reden nicht mit uns. Miau, die Hexe hat mich hier eingesperrt. Braucht ihr etwas? Hey, hey, hey. Okay, ich bin einfach mal durch die Wand gelaufen. Das Übliche. Ja, ne? Er kann sogar unseren Spielstand speichern. Yeah. Ja, wir sollten erstmal einkaufen. Nun, auch wenn es teuer ist, wir werden uns hier einmal komplett auffüllen. So, jetzt einfach 4 Bonbons und wir nehmen auch mal eine Schokolade mit, nur für den Notfall. So, und dann nehme ich mir noch eins von den Heilkräutern mit. Ja, ne, das sollte wir eigentlich... Wir könnten auch ein Lebenswasser mitnehmen. Die sind mir zu teuer. Ring, auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Ja, ne, dann wieder hoch ins obere Stockwerk und dann stellen wir uns wohl mal mit 3 Leuten auf diesen Schalter hier vorne. Warte, da kommt man gerade sein, da vorne kommen doch jetzt wieder die Werwölfe. Attacke! Bang! Mit dem doppelt aufgeladenen Schlag. Ach, jetzt fangen sie an, Kraftwasser zu spammen. Das wird nervtötend. Wenn die einmal damit anfangen, dann haben die so eine Angewohnheit, das leider häufiger zu tun. Sterrt! Mit einem schönen Stich, muss ich sagen. Kommt schon, kommt schon. Ach, das funktioniert so selten, die in Kettenangriffe zu verwickeln. Das ist leider sehr schade. Ja. Und keine Belohnungen. Oh, traurig. Aber hier vorne haben wir noch ein Höllenauge. Das kann uns noch ein paar Bogenratten geben, die wir töten können. Yay. Freie Erfahrungspunkte. Also ich mache sehr viele gute Stiche hier gerade, muss ich ja mal sagen. Ja. Das neue Bogenratte. Und das August. Diese Bogenratte ist irgendwie sehr erledigt. Ja, gewesen. Mit 96 Schaden. Da kann ich nur zustimmen. Die war sehr erledigt. Und noch 2 von den Augen. Mein Gott, hier gibt es aber viele von diesen Spawner-Augen. Wow, Höllenspion ist erledigt. Ich glaube, wir haben... Ne, doch nicht. Ich dachte gerade, es hätte jemand ein Level erreicht, aber nein. Ugh, sie spammt gerade Kraftwasser auf eine Todeswolke. Sie hat nur ihre tote Bogenrate versucht zu heilen. Tja, ne, das war wohl nichts. Immer das Schönste, wenn sie Leichen heilen. Pff, hau doch nicht immer ab. So, sehr schön, danke. Bam, ist erledigt. 56 Schaden. Hier oben haben wir mal wieder Stühle. Oh, Stühle. Oh, ne, dann hauen wir halt mal die Stühle. Mhm. Kettenangriffe, sehr schön. Und bam, mit dem großen Schlag leider nur einen erwischt. Eine erledigt, 2 erledigt und da ist natürlich noch ein dritter. Er ist kein Dekorstuhl, ich glaub's ja nicht. Ja. Bam! Ich will nicht in dem Schloss wohnen, wenn die Stühle dich alle angreifen, wenn ich drauf setzen willst. Sehr wahr. Wenn die wissen, wer Boss ist. Ich glaub's ungemütlich. Wenn die wissen, wer Boss ist, dann bewegen die sich nicht. Greifen mich auch nicht an. Ja, ne, da haben wir 2 Höllenaugen auf demselben Punkt. Ich wusste auch nicht, dass das geht. Upsala. Gut, ich wurde nicht gezappelt. Ich habe gerade schon befürchtet, die hat mich jetzt wieder gezappelt. Aber nein, Höllenspion ist erledigt. Und es geht weiter. Was haben wir denn in der linken Tür? 3 Flottermäuse. Wow. Ja. Zum Glück keine Ballonkletten bis jetzt. Bams. Und ich habe. Das war ein schöner Treffer. Flottermaus ist erledigt. Ja, ne, hier ist allerdings scheinbar sonst auch nichts. Nicht sehr ergiebig, diese Räume. Mein Gott, schon wieder 2 auf derselben Stelle. Naja, gut. Beschweren wir uns nicht darüber, da kann man sie schneller zusammen besiegen. Bams! Ach, verdammt. Ein schöner Stich, der leider keinen Schaden gemacht hat. Bams! Haha, der aber hat also sogar alle 3 direkt getroffen. Ja, sehr fein, sehr fein. Bams und Sam erreicht Level 10. Sehr gut. Sehr hübsch. Ja, jetzt müsste Kevin nur noch ein Level erreichen, dann wäre ich glücklich. Oh, eine Wand. Eine Wand, wo ein Loch dahinter ist.
Vor allem eine Wand mit einem wandförmigen Loch dahinter. Kevins Waffenlevel ist gestiegen. Axt erreicht Level 1. Oh, eine Truhe. Was haben wir in dieser Truhe? Es ist 34 Goldmünzen. Und außerdem Kevin erreicht Level 9. Ich wollte gerade sagen, der hat auch ein Level erreicht. Die HP haben sich doch erhöht. So, sehr schön. Es waren einfach sehr viele Nachrichten auf einmal. Egal, das Spiel wäre nicht so ganz mit klar. Nachrichtenstack. Und weiter geht's. Oh ja, da sind noch mehr Killerstühle des Todes. Wenn ich am Waffenstufe erreicht habe, nehme ich noch was anderes. Bams! Anscheinend hat das gerade das Aufladen meiner Waffe irgendwie gecancelt. Das war merkwürdig, egal. Wollt ihr nicht mal sterben? Danke. Zappelocker ist erledigt. Wow, 133 Schaden. Das war mal ordentlicher Damage. Ja. Da kann man sich wirklich nicht drüber beschweren. Ja, da haben wir wohl die Hexe Tura. Eine interessante Sache von früher. Ich habe irgendwie immer gedacht, die würde in einem Kochtopf drinstehen. Ich habe die Arme irgendwie vorhin immer für Henkel gehalten. Sieht irgendwie merkwürdig aus, wie die da steht. Und ich bin mal wieder durch irgendwelche Sachen gelaufen. Ist immer wieder hübsch. Ihhh, Kinder! Was Kinder? Wollt ihr hier? Na, wartet! Wow, sie hat sich durch die Tür rückwärts durchgeworbt. Sie ist in der Tat eine Hexe. Stil. Verbrennt sie. Ja. Wird Zeit. Hey, oh, wir haben Hagen gefunden. Ich muss gerade noch diesen Typen zu Tantalus schicken. Ja, wer ist jetzt schon wieder Tantalus? Kann nicht so wichtig sein. Egal. Na toll. Hagen, was hast du getan, Tura? Wo ist der hin? Jetzt haben wir Hagen gerade gefunden. Wunderbar. Jetzt ist er verschwunden. Ja. Warum? Ich habe ihn nur zu den Ruinen bei Pandoria geschickt. Pandoria, da kommen wir doch her. Jetzt können wir wieder zurücklaufen. Wunderbar. Er wurde mir zu lästig. Außerdem reichte meine Magie nicht für ihn. Zu tun? Aber sie reichte, um ihn wegzuteleportieren, offensichtlich. Tantalus wird besser mit ihm fertig. Aha. Tantalus? Ja, Tantalus, der Chef einer Organisation, die Pandoria zerstören will. Das erzählt sie uns jetzt, warum? Weil wir nur 3 Kinder mit der heiligen Waffe sind. Das weiß sie ja nicht, dass wir eine heilige Waffe haben. Wie konntest du nur? Aber sie weiß, dass wir gekommen sind, um sie zu töten. Oder so ähnlich zumindest. So bin ich halt. Tantalus hat schon fast sein Ziel erreicht. So ist sie halt völlig durchgeknallt und übergeschnappt. Das ist ja wunderbar. Deshalb lacht sie auch. Ja. Bald wird sie die Burg von Pandoria erobern. Später dann die ganze Welt. Irgendwie so ein totaler Standardsatz in jedem Spiel. Ja, ich frage mich, was sie davon bekommt. Wahrscheinlich gar nichts. Aber genug geplaudert. Ich verfüttere euch jetzt an meinen süßen Schmusekater. Sie bekommt dann das Saarland. Sie bekommt Bielefeld. So. Ja, hier haben wir ihn. Den wohl stärksten Boss des Spiels. Zumindest vorläufig gesehen. Dieser verdammte Schmusekater kann einen leider töten, ohne dass man sich wirklich wehren kann. Und er zielt mit seinem ersten Angriff natürlich genau auf mich. Ja, ne? Er kann außerdem genau das machen. Er kann auf die höheren Stockwerke hoch. Und da wird es dann verdammt schwierig, ihn zu töten. Ach ja, du hast ja vorhin gebrochen. Ja, ne? Dann schießt ihn da oben. Du musst ganz oben stehen. Ich habe ganz oben gestanden, aber ich brenne. Ach, Kevin, das ist verbrüht. So, ich brenne! Eine sehr unpraktische Sache bei ihm, er kann uns mehr oder weniger mit Zaubern tot spammen und das macht er auch mit Vorlieben. So, ich hab dich geheilt und jetzt klaue ich dir deine Waffe. Hey! Gib das Ding her! Feuer frei! Bams, immerhin. Das hat gar keinen Schaden. Stimmt, du Mist, wie ich. Ich Feuer auch. Und ich bin verbrüht. Halt mich. Na egal, jetzt ist zu spät. Halt mich nicht. Wenn ich schon eine Weile in der Verbrühung drin bin, braucht es auch nicht mehr zu machen. Und Sam ist verbrüht. Heil ihn. Könntest du das auch machen, du bist raus. Ja. Aha, das nächste Heilkraut auf Sam. Jawohl. Und Fall- und Burgenangriff, mein Gott. Und genau deswegen ist das so ein unglaublich fieser Boss. Okay, warte, lass ihn. Weil er leider seine Zauber von da oben so oft einsetzen kann, wie er nur will. Und wir dadurch permanent immer wieder massenhaft Schaden nehmen. Und weil das Ganze nicht reicht, kann er mit diesem Angriff unseren Angriffswert reduzieren. Ich bin bewusstlos. Wir haben keine Möglichkeit, unseren Angriffswert wieder zu erhöhen, nachdem das einmal passiert ist. Achso, du bist bewusstlos. Ich kann dir deine Waffe gerade nicht abnehmen. Ich bin bewusstlos. Ich kann mir meine... Oh, heil mich. Oh, ich hab schon gedrückt. Ich bin im Menü. Und ein Bohnen. Ja, ne? Oh, ist der ausgewichen. Wieder nach oben. Okay, ein Angriff mit Fallen und Burgen.
Er hat 500 irgendwas, 520 HP. Und das ist leider viel zu viel, muss ich sagen. Bams. Was? Das hat ihn nicht getroffen? Komm schon. Oh, er kommt wieder runter. Natürlich, Sam ist bewusstlos. Warte, ich brauche eine Nahkampfwaffe. Wo ist das Äxtchen? Da. Ah! Ich bin einfach umgekippt! Das ist in aller Welt. Also einfach umkippen tue ich normalerweise auch nicht. Oh, du wirst gerade auf dir rumgenommt. Ja. Oh, man, der hat mich mal eben telegrafft. Also einfach den. Einfach. Gut, du hattest noch 14 HP, hast 35 Schaden bekommen, weil ich dich gerade noch so geheilt habe, lebst du noch. Das war zum Glück in allerletzter Sekunde, ja. Oh Gott, muss ich auch heilen. Ja, hab ich gesehen. Schandschmusekater stirbt, bitte. Oh, ich brauch wieder Pfeil und Bogen. Oh, nein. Doch nicht? Ich wollte einfach nur auf uns. Ah, ja, er ist besiegt! Er ist besiegt, hab's geschafft, der Schmusekater ist gefallen. Das war jetzt noch ein recht milder Kampf gegen den Schmusekater. Ja. Manchmal bleibt er wirklich für Ewigkeiten oben auf den Pillern hocken. Und spammt da runter und springt deutlich häufiger da drauf. Deswegen haben wir auch extra Schokolade dabei, damit wir uns häufiger heilen können. Und weiter geht's. Der Schmusekater, der stärkste Boss des Spiels, ist besiegt. Bumerang-Orb erhalten. Wunderbar, wir können unseren Bumerang verstellen, den sowieso niemand haben will. Ja, ne? Das heißt, jetzt ist es an der Zeit, uns um die Hexe zu kümmern. Gib mir mein Schwert wieder. Oh, nur wo ist die Hexe? Ist bestimmt wieder nach unten gelaufen. Da geht's offenbar nicht weiter. Na gut, dann gehen wir halt einfach wieder raus. Gucken wir, wenn uns mal ein bisschen Wachen ergangen ist, Fragezeichen. Ja, vielleicht ist sie auch irgendwo hier vorne. Ah ja, da ist sie ja. Tura, jetzt bist du dran. Ah! Oh, sie redet mit uns. Kinder wollen mit dir reden. Was wollt ihr noch? Habt Gnade mit mir. Sie hat ihren Teekessel verloren. Tantalus hat mich erpresst. Ich hatte keine Heilkräuter mehr. Also hat er mir seine angeboten. Dafür musste ich für ihn die Menschen hier verzaubern. Aber das ist jetzt vorbei. Von nun an bin ich eine nette, alte Dame. In einem sehr großen Schloss. In einem sehr großen, dunklen Schloss mit Monstern und Werwölfen drin. Ja, in der Tat. Ja, angeblich war sie ja schon vorher eine nette, alte Dame. Ja. Wenn ihr nach diesem Hagen sucht, er ist auch bei den Ruinen in Pandoria. Auch? Wer ist denn noch da? Tantalus? Stimmt. Nehmt euch den Inhalt der Schatztruhen, ich brauche sie nicht mehr. Instant Teleportation. Die Schatztruhen sind einfach so aufgetaucht. Ja. Naja. Den Orbschalter im Lavatempel? Ihr betätigt ihn mit einem Wasserzauber. Ah ja, dann gib uns einen Wasserzauber. Ich würde euch ja helfen, aber ich habe keine Zauberkraft mehr. Ja, wunderbar. Super, tolle Hexe. Das ist ja jetzt richtig hilfreich. Ey, jetzt macht doch irgendwas hier. Gib uns irgendwie einen Hinweis, was wir jetzt dann machen sollen. Toll, Schatztruhen und so weiter. Toll. Ja, dann sammeln wir mal die Schatztruhen hier ein. In der brutalsten Möglichkeit überhaupt. Eine Peitsche. Yes. Ja, wir haben die Peitsche gefunden. Eine neue Waffe. Außerdem brauchen wir eine Peitsche, um die Abkürzung im Wald zu nehmen, erinnern wir uns. Haben die Soldaten uns gesagt. Außerdem haben wir 50 Gold gefunden. 50 Goldmünzen gefunden. Hey, diese Frau, deren Schmusekater wir gerade getötet haben, hat uns genauso viel Geld gegeben wie unser Dorf. In der Tat. Also beschwer dich mal nicht über die 50 Gold. Ja, jetzt können wir hier wieder raus verschwinden. Wir haben ja vor einiger Zeit mal diesen Wundertau gefunden, den haben wir bis jetzt noch nicht mal erklärt oder sonstig gesehen. Tja, der Tau funktioniert leider. Jetzt können wir den mal benutzen. Oder auch nicht. Ja. Ups. Kriege ich jetzt irgendwo hier noch die Möglichkeit? Hä? Nein, Tau funktioniert nicht. Gab es nicht eine einfache Möglichkeit, hier aus dem Schloss rauszukommen? Glaube ich, wenn du in den Garten gehst. Außerdem soll man die Peitsche dafür benutzen, um die Abkürzung mal zu mitnehmen. Echt, na gut. Dann rennen wir jetzt halt durch dieses blöde Schloss komplett wieder durch. Wir rennen da durch, solange wir nicht auf allen Scheißern stehen bleiben. Zugegebenermaßen ist das hier erstaunlich ruhig und leer. Ja. Ja, die ganzen Monster sind einfach so wieder verschwunden. Merkwürdigerweise. Ich weiß es nicht genau, warum, nur weil die Hexe Tura jetzt nicht mehr böse ist, die ganzen Monster wechseln, weil sie ja offensichtlich nicht dafür verantwortlich war. Aber offensichtlich müssen wir zu Hagen. Wir müssen zu Hagen. Du musst den Dialog weiter drücken. Schau, wenn ich das. Hurra! Dein Text. Alex, hörst du mich? Komm sofort zum Wasserpalast. Wer könnte das nur gesagt haben? Keine Ahnung. Ist schon so lange her von den Folgen her. Das war Aquaria! Sie braucht meine Hilfe! Ich muss sofort zu ihr! Ich komme mit! Aha.
Ich müsste zwar zu Hagen, aber alleine kann ich ihn sowieso nicht retten. Oh, eine Frau, ist eine Frau, die versteht, was sie kann und was sie nicht kann. Oh. Nett, Kevin. Nett, Kevin. Es ist ein Mädchen. Wir können ihn ja zusammen befreien, nachdem wir bei einem Aquaria waren. Wenn es denn sein muss. Ich will auch mit. Zu dritt ist alles viel einfacher, oder? Ja, tolle Motivation. Die Kobolde nicht eigentlich mitgekommen für den Lava-Tempel? Ja, ne? Okay, wir haben jetzt jemanden hier mit einer Peitsche rumlaufen. Mit der Peitsche sollten wir eine Abkürzung nehmen können, mit der wir hier aus dem Wald wieder rauskommen. Allerdings können wir unseren Wundertown nicht benutzen, um wenigstens hier bis zur Eingangstür rausgetragen zu werden. Naja, ne? Verschwenden wir halt Zeit, um das Gebiet nochmal zu besichtigen. Das ist doch schön. Warum auch nicht? Jetzt so ohne Werwölfe. Ja, dann würde ich mal sagen, beim nächsten Mal verlassen wir diesen wunderschönen Wald hier wieder. Und bis dahin, see ya! Aloha! Ciao!